Ja, Verbraucherschutz im Quartier ist notwendig, weil die Verbraucherzentrale muss einfach dahin, wo die Menschen leben. Nur so ist es möglich, eben teilzuhaben, ohne irgendwelche Hürden. Das Ziel haben wir erreicht, wenn die Verbraucherzentrale die Gehstruktur als grundsätzlichen Arbeitsansatz nutzt und überall in den Stadtteilen verteilt ist. Damit die Arbeit im Quartier gut funktioniert, ist es erstmal wichtig, mehrsprachig zu sein, also vor allen Dingen in den Migrationssprachen und auch eine wertschätzende, offene Haltung gegenüber den Menschen, die ratsuchend sind. Und die Beratenden sollten sich der Vorurteile bewusst sein, denen die Menschen jeden Tag begegnen. Das ist wichtig für die erfolgreiche Arbeit.